Palermo. Die quirlige Hauptstadt Siziliens hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Hotspot für Reisende entwickelt. Nicht nur die kulturelle Vielfalt, die kulinarischen Genüsse und die historischen Sehenswürdigkeiten locken Besucher aus aller Welt an, sondern vor allem der Charme der Stadt selbst. Wir zeigen euch die Highlights der Stadt, geben Insider-Tipps und bitte nicht wundern, wenn die Stimmen meistens aus dem Off kommen. Schließlich wollt ihr Palermo entdecken und wir es euch zeigen. Ciao, benvenuti a Palermo. Für all diejenigen von euch, die Palermo noch nicht auf ihrer Bucketlist stehen haben, kann ich nur einen Tipp geben, ganz schnell draufsetzen. Und für alle anderen, die bereits einen Trip geplant haben, holt euch doch ein paar Inspirationen, geht mit mir und einem guten Freund einfach mal ein Stück des Weges und wir zeigen euch das eine oder andere von Palermo und ihr bekommt einfach ein paar nette Inspirationen. Viel Spaß dabei! Goethe schrieb, Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier ist erst der Schlüssel zu allem. Lasst es uns also gemeinsam aufschließen. Wenn man zum ersten Mal nach Palermo kommt, erblickt man das Meer, die Berge und erst dann die Stadt. Palermo ist groß, sehr groß. Insbesondere, wenn man die Provinz dazu zählt. Alles zu zeigen, sprengt sicher den Rahmen. Deshalb hier unser erster Tipp. Nimm dir so viel Zeit wie möglich, um den morbiden Charme dieser außergewöhnlichen Stadt zu entdecken. Versprochen, es lohnt sich. Und weil Palermo so vielschichtig ist, empfehlen wir dir unsere Videos sowie unseren Reiseblog. Links findest du in der Videobeschreibung sowie ergänzende Hinweise zum Schluss dieses Videos. Heute beginnen wir im Centro Storico. Die Altstadt Palermos ist eine der größten Europas. Im ältesten Teil der Stadt erwartet dich eine Fülle an barocken und normannischen Kirchen, spannende Denkmäler und prächtige historische Palazzi. Doch vor allem besitzt Palermos Altstadt ein unschätzbares künstlerisches und architektonisches Erbe. Und dann sind da natürlich noch die Palamintana. Hier ist Italien noch ein wenig lauter, lebendiger, herzlicher und gastfreundlicher. Und jetzt zurück zur Kathedrale. Ja, fangen wir doch am besten mit diesem Platz einfach mal an. Die heilige Rosalia, Schutzheilige unserer Stadt. Und diese steht hier in dem Falle direkt vor der Kathedrale von Palermo. Für mich eins der schönsten Gebäude dieser Stadt. Und mit Sicherheit der Touristen-Hotspot Nummer 1. Was hältst du davon? Wir gehen gleich mal auf das Dach der Kathedrale. Gerne. Ja, dann lass uns das tun. Die wunderschöne Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert mit 4 Glockentürmen und königlichen Gräbern gehört zu fast jeder Entdeckungstour. Noch mehr lohnt sich die Führung auf das Dach der Kathedrale. Der Ausblick über Palermos Dächer ist atemberaubend. Tipp: Die Besucher werden meist zeitgleich eingelassen. Wer gut zu Fuß ist, sollte beim Aufstieg vorweggehen und beim Abstieg den Vortritt lassen. So haben nicht nur diejenigen Muße, die weniger flott unterwegs sind, sondern man hält zum Dank on top die schönsten Fotos. Unser nächstes Ziel ist natürlich der Quattro Canti. Die Kreuzung der zwei Verkehrsachsen Corso Vittorio Emanuele und der Via Maqueda, beides Fußgängerzonen, bildet der Quattro Canti, auf Deutsch Vierecken. Dieser durch barocke Architektur eingerahmte Platz zeigt zugleich die vier Altstadtviertel Palermos. Albergeria, Il Capo, La Calza und La Loggia. Diese Kreuzung ist der perfekte Orientierungs- und Treffpunkt sowie das häufigste Fotomotiv. Und das aus gutem Grund. Denn mit etwas Geschick bekommt man 4 barocke Palazzis auf ein Bild. Tipp: Die Mitte des Quattro Canti und somit die perfekte Position für ein Foto erkennt man an einem kleinen Kreuz im Asphalt. Weil das Sonnenlicht den ganzen Tag über auf eine der Eckfassaden fällt, wird der Quattro Canti auch als Teatro del Sole bezeichnet. Abends die perfekte Bühne der hiesigen Straßenkünstler. Und falls euch der Hunger überkommt,
Das Bistro Bistro Quattrocanti in der ehemaligen Libreria Dante ist direkt um die Ecke auf der Via Maqueda 172. Doch es gibt noch mehr zu entdecken. Jede der vier Barockfassaden symbolisiert eine Jahreszeit, welche durch vier Frauen unterschiedlichen Alters dargestellt wird. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ein Leben im Kreis. Darüber im mittleren Bereich die Statuen der spanischen Könige. Karl der V., Philipp der II., III. Und IV., welche hier residiert haben. Ganz oben siehst du die vier Schutzheiligen der Altstadtviertel. Santa Cristiana, Agatha, Nymphe und Olive. Schutzheilige hört sich vielleicht nach einem Traumjob an. Doch vorher muss man buchstäblich durch die Hölle gehen und im Namen des Glaubens Folter und mehrere Tode überstehen. Von wegen, man stirbt nur einmal. Aus der Perspektive des Quattrocanti ähneln sich alle vier Kanten des Platzes. Doch eben nur auf den ersten Blick. Denn in Richtung Albergeria versteckt sich hinter der Fassade die Kirche San Giuseppe dei Padri Teantini. Es lohnt sich deshalb auch einen Blick auf die ebenfalls abgerundete Ecke dieser Kirche zu werfen, welche rechts neben dem Eingangsportal liegt. Diese wird oft als Quinto Canto, sprich fünfte Ecke, bezeichnet. Das nächste Highlight befindet sich ebenfalls direkt um die Ecke. Scusi Canto. Hier auf der westlichen Seite der Via Maqueda beginnt die Calza, welche sich bis zum Meer hinzieht. In der Regel siehst du hier die klassischen italienischen Dreiräder, die sogenannte Ape, welche oft zu Taxis umfunktioniert wurde, Kutschen und natürlich die La Frutta di Felice. Auf den ersten Blick nur eine weitere Ape. Doch Kenner wissen, dass man hier die wahrscheinlich beste Granita Palermos bekommt. Ganz ohne Wasser, ganz ohne Zucker, dafür 100% Frucht. Macht glücklich. Der Name ist somit Programm. Am besten genießt man die eisige Granita zwischen den Löwen auf den Treppen der Piazza Pretoria. Hier steht auch der gleichnamige Palazzo Pretorio. In diesem befindet sich das heutige Rathaus der Stadt. Genau davor die Fontana Pretoria, umgangssprachlich Fontana della Vergogna, Brunnen der Schande genannt. Der Brunnen mit einem Umfang von 133 Metern, einer Höhe von 12 Metern und der Skulptur des Genius von Palermo an der Spitze wurde 1554 errichtet. Der Brunnen, der fast den gesamten Platz einnimmt, zählt ebenfalls zu einem der Besuchermagneten Palermos. Rundherum stehen und liegen Statuen von Flussgöttern und Nymphen. Deren Nacktheit stieß bei den katholisch-röten Palermitani lange Zeit auf Ablehnung. Deshalb auch der Name. Tipp: Die besten Fotos erzielt man übrigens frühmorgens oder abends oben auf der Treppe der angrenzenden Kirche. Kleiner Insider: Direkt unter unseren Füßen befindet sich ein alter Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser ist selbst den meisten Bewohnern Palermos unbekannt. Dessen Eingang war früher direkt auf der Treppe zwischen den Löwen. Heute wird er vom Pförtner des Rathauses bewacht, da sich die Tür praktisch hinter seinem Schreibtisch befindet. Gleich neben der Piazza Pretoria befindet sich die Piazza Bellini. Palermo hat eine extrem hohe Dichte an Kirchen und Kapellen. So auch hier. Drei Kirchen säumen diesen Platz. Es lohnt sich auf jeden Fall einzutreten. Hierzu ein Tipp vorweg. Italien gilt als Zentrum des katholischen Glaubens. Für die Sizilianer gehen Glaube und Tradition Hand in Hand. Und deshalb gilt es, Schultern und Knie stets zu bedecken und Kopfbedeckungen abzulegen. Chiesa di San Cataldo. Sie repräsentiert eine ganz neue architektonische Stilrichtung. Gebaut wurde sie von Roger II. Aus dem normannischen Adelsgeschlecht der Hauteville. Dieser war bis zu seinem Tod im Jahre 1154 König von Sizilien. Er wird als einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters gesehen
und galt zu seiner Zeit als reichster Herrscher Europas. Eine steile Karriere für jemanden, dessen Vater ein Krieger und jüngster Sohn eines einfachen Adligen war. Oder wie siehst du das? Die Chiesa di San Cataldo wurde durch islamische Handwerker im neuen, byzantischen Stil errichtet. Für uns ein architektonisches Meisterwerk, normannisch und arabisch anmutend zugleich. Kleiner Hinweis, alle Kirchen Palermos, die offensichtlich arabisch scheinen, sind in Wirklichkeit normannische Kirchen. Direkt nebenan die sogenannte Admiralskirche, Santa Maria, ebenfalls eine normannische Kuppelkirche. Jedoch hier mit kunstvollen Barockelementen, bekannt für ihre imposanten byzantischen Mosaike. Das absolute Gegenteil der Schlichtheit nebenan. Schräg gegenüber die Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria. Das ehemalige Dominikanerkloster besteht aus Kirche, einem Nonnenkloster, Terrassen sowie der ehemaligen Klosterbäckerei. Es heißt, dass hier die gefallenen Mädchen der Stadt untergebracht wurden. Der Besuch dieser angeblich besten Tortenbäckerei Palermos lohnt sich aus mehreren Gründen. In der Dolceria des Klosters Santa Caterina werden Ricottakuchen, gefüllte Pasticciotti, Cannoli, Mandelkekse und vieles mehr nach alten Rezepten des Klosters produziert. Der Verkauf von Süßigkeiten sicherte lange Zeit den Fortbestand des Klosters. Heute schmeckt es einfach nur göttlich. Der Zugang zur Bäckerei ist übrigens kostenfrei. Aber sicherlich nicht umsonst, denn vor allem ermöglicht ein Besuch, auch den Innenhof zu betreten und auf den Treppen des Springbrunnens San Domenico zu sitzen. Einfach unbezahlbar. Es fehlt noch ein guter Espresso zum Dolce? Dann auf nach nebenan. Denn hier befindet sich die Torrefazione Ideal Stagnita. Seit über 100 Jahren dreht sich in der angeblich ältesten Kaffeerösterei Palermos alles um das Aroma des braunen Goldes. Hier kann man nicht nur Kaffee kaufen, sondern auch vor Ort genießen. Kleiner Tipp, wenn der Sizilianer seinen Kaffee bestellt, meint er selbstverständlich einen Espresso. Cappuccino, Latte Macchiato und Co., also alle Kaffeespezialitäten mit Milch, trinken die Sizilianer nur als Frühstück, also bis zum Mittagessen. Ansonsten outest du dich sofort als Tourist. Das Altstadtviertel Calza galt lange als das Nobelviertel des sizilianischen Adels, welcher im Volksmund als die Leoparden, italienisch Gattopardo, bezeichnet wird. Hier spielt die gleichnamige Netflix-Serie basierend auf dem Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Und ebenso die Löwen von Sizilien, basierend auf dem ebenfalls gleichnamigen Roman von Stefania Auci. Autsch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dieser handelt von der Unternehmerdynastie der Florius, welche auf Disney Plus ausgestrahlt wird. Film und Buchtipp, die beiden Romane sind der perfekte Reisebegleiter für Sizilien und Palermo. Mit dem Adel verschwand Glanz, Geld und Gloria. So verwandelte sich das Altstadtviertel zunehmend zum Armenhaus der Stadt. Doch inzwischen ist vieles wieder hell und freundlich renoviert. Geblieben ist ein ganz besonderer Charme. Mittlerweile hat sich Palermo einen Platz auf der Landkarte der hippen Reiseziele gesichert. Palermo gilt zurzeit ebenso als eine der gefragtesten Filmlocations überhaupt. Neben Serien wie The White Lotus wurden und werden hier Filme wie der aktuelle Indiana Jones, Das Rad des Schicksals oder In the Hand of Dante gedreht. Dies hat Sizilien weltbekannt und Palermo zu einem Sehnsuchtsort gemacht. Ständig stolpert man über irgendwelche Filmcrews und mit etwas Glück über die passenden Stars und Sternchen. Calza gilt heutzutage als beliebtes Ausflugsziel mit spannenden Bars und Restaurants. Diesbezüglich ist vor allem die Via Alessandro Paternostro mit ihrer Weinbar da Barone bekannt für ihre unfiltrierten Weine sowie die Antica Focacceria San Francesco zu erwähnen. Letztere ist direkt gegenüber der Chiesa San Francesco an dem gleichnamigen Vorplatz der Kirche gelegen.
Das Restaurant ist einerseits bekannt für seine Pani Kamäuser, ein Sesambrötchen gefüllt mit gehackter Kalbslunge und Milz. Andererseits für seinen Kampf gegen die Mafia. Es gilt als eines der ersten Restaurants, welches sich gegen die Schutzgelderpressung gewehrt hat. Inzwischen scheint fast vergessen, dass dieses Altstadtviertel nicht nur für die Cosa Nostra, sondern auch für die Antimafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino steht. Beide wurden in diesem Viertel geboren. Heute gelten sie als Märtyrer und Helden der Stadt und sind auf unzähligen Graffitis in der Region Palermos zu sehen. Vergessen ist auch, dass angeblich Falcone und Borsellino genau hier auf der Piazza San Francesco in ihrer Jugend Fußball gespielt haben. Es heißt, dass sie später etliche ihrer Mitspieler im Gerichtssaal wieder getroffen haben. Tipp: Wer mehr über die Cosa Nostra sowie den Kampf gegen die Mafia erfahren möchte, dem empfehlen wir einen Besuch des No Mafia Memorial in den Räumlichkeiten des Palazzo Gulli auf dem Corso Vittorio Emanuele. Dieser liegt schräg gegenüber der Piazza Bologna. Dieses multimediale Museum bietet einen Rundgang von den Anfängen der Mafia bis zur Gegenwart. Und als Tipp die ergänzende Reiselektüre. Ich sollte der Nächste sein. Geschrieben von Palermos ehemaligen Bürgermeister Leo Luca Orlando, welcher über viele Jahre im Fadenkreuz der Mafia gestanden hat. La Calza stammt übrigens aus dem Arabischen und bedeutet die Auserwählte. Doch es gibt auch den italienischen Namen Tribunali. Dieser stammt vom Inquisitionsgericht, welches sich im Palazzo Chiaramonte Sterri befand. Dieser liegt direkt an der Piazza Marina sowie dem Park Giardino Garibaldi. Auch der Park ist ein Abstecher wert. Hier steht ein gigantischer Feigenbaum sowie Brunnen und Büsten. Achtet auf die vielen Schildkröten. Sonntags findet rund um den Park ein sehenswerter Flohmarkt statt. Wie immer auf Flohmärkten gilt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Bereits bei Sonnenaufgang kann man den Profis beim Falschen zuschauen und lernen. Wer es entspannter mag, setzt sich hierzu ins Café Luca. Tipp: Unbedingt die mit Pistazien oder Schokolade gefüllten Cornetti probieren. Apropos früh: Auch die nahegelegene Porta Felice ist bei Sonnenaufgang am schönsten. Vom Corso Vittorio Emanuele gelangt man hier auf die Strandpromenade. Ab und zu kann man den Sonnenaufgang direkt zwischen dem Stadttor verewigen. Doch es gilt auch zurückzublicken. Von außen betrachtet sieht man ganz am Ende des Corso Vittorio Emanuele die Porta Nuova. Das entgegengesetzte Stadttor ist fast 1,9 Kilometer entfernt. Ein tolles Fotomotiv. Direkt neben dem Tor befindet sich der Palazzo Butera. Ein aristokratischer Palast im Barockstil, welcher im Leben der bereits genannten Florios eine große Rolle spielt. Die Terrasse bietet einen fantastischen Blick auf die Porta Felice, das Meer und den angrenzenden Yachthafen. Heute ein Museum, befindet sich hier die Sammlung von Francesca und Massimo Valcecchi. Der älteste Teil des Hafens von Palermo wird heute überwiegend als Yachthafen genutzt. Er heißt La Cala. Dieser Hafen dürfte die Wiege Palermos sein. Schon seit dem 8. Jahrhundert vor Christus ist die Benutzung als Hafen durch die Phönizier belegt. Auf der nördlichen Seite wird die Cala durch eine neue, moderne Mole mit Restaurants, Cafés sowie einem gewaltigen Springbrunnen begrenzt. Ein klein wenig wie in Las Vegas, perfekt für einen Ausflug am Abend. Wer es entspannter mag, besucht auf der gegenüberliegenden südlichen Seite den kleinen Beachclub Nautoscopio und streckt die Beine ins azurfarbene Meer. Auch für Streetart ist die Calza bekannt. Das sicherlich bekannteste Werk Falcone e Borsellino von Rosk und Loste findet man direkt hier am Yachthafen. Weitere Werke von TV Boy, Basic und Co. sind ebenfalls in der Calza zu finden. Doch nicht nur Wandmalerei, sprich Streetart, hat in Palermo Tradition, Kunstdiebstahl ebenso. Ein gutes Beispiel hierfür ist sicherlich das Fresko Il Trionfo della Morte. Dieser Triumph des Todes stammt bereits aus dem 15. Jahrhundert. Heute ist dieses Werk
eines unbekannten Künstlers nur wenige Schritte von der Piazza Marina entfernt, im Palazzo Abetellis ausgestellt. Wer den Film Palermo Shooting von Wim Wenders kennt, in dem der Tote Hosensänger Capino die Hauptrolle spielt, dem dürfte dieses Werk bekannt vorkommen. Bestimmt ist doch einen wesentlichen Teil der Handlung. Wir verlassen nun die Calza und besuchen als nächstes das Altstadtviertel Albergeria. Laut Historikern ist dies das älteste Viertel von Palermos Altstadt. Hier finden sich etliche Hinweise auf die Gründer der Stadt. Die Phönizier siedelten hier im 8. Jahrhundert vor Christi. Die Griechen hingegen scheiterten mit ihrem Eroberungsversuch. Es folgten Römer, Byzantiner, Araber, Normannen, Staufer, Franzosen, Spanier und zuletzt die Italiener, welche mancher Sizilianer ebenfalls als Eroberer betrachtet. Palermo gilt deshalb als die meisteroberte Stadt der Welt. Wo findet man sonst so viele verschiedene Prägungen? Auch heute noch steht das Altstadtviertel Albergeria für Vielfalt und Integration. Ein alter Mann sagte mir hierzu: Wir Sizilianer inhalieren alles Fremde und atmen alles Ungute wieder aus. Albergeria ist ebenso für seine normannische Architektur als auch für Street Art bekannt. Hier finden sich Werke von Fulvio di Piazza, Crazy One, Buglisi, doch vor allem von Biwa und von Igor Scalisi Palminteri. Neben der Street Art zieht der historische Mercato di Ballarò die Besucher in dieses Altstadtviertel. Wer den Ballarò betritt, wird sich schwer seinem ganz besonderen Charme entziehen können. Bereits seit über 1000 Jahren versorgen die zahlreichen Marktstände die Einwohner Palermos. Hier findet man neben frischem Obst und Gemüse, duftenden Kräutern, den besten Schwertfisch, Thunfisch und Tintenfisch ganz Siziliens. Es heißt, dass Sizilianer über das Essen reden, wenn sie nicht gerade essen. Auf jeden Fall wird in Palermo ebenso gerne gekocht wie gegessen. Falls es den Sizilianer ausnahmsweise an Zeit fehlt, vertraute er auch schon mal auf Streetfood. Doch er wäre kein Sizilianer, wenn er diesem nicht seinen ganz persönlichen Stempel aufdrücken würde. Gibt es einen besseren Weg als Streetfood, um die sizilianische und parlamentarische Kultur kennenzulernen? Wir glauben nicht. Das Schönste daran, nirgendwo in Palermo gibt es mehr Streetfood als in und um den Mercato di Ballarò. Unser Tipp, die Pastisseria Porta Sant'Agata. Super leckere Törtchen, Kuchen und Gelato. Doch unser Favorit bleibt die Arancina. Eine Reiskugel mit Safrangeschmack, welche traditionell mit Ragout-Soße gefüllt wird. Einfach lecker. Zwischendurch lohnt ein Blick gen Himmel. Denn über dem Ballarò erblickt man den Turm der Chiesa del Carmine Maggiore. Diese Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert. Sie hat ihren Ursprung jedoch bereits im 12. Jahrhundert und besticht vor allem durch ihre reichlich mit Kacheln verzierte Kuppel. Ebenfalls in der Albergeria befindet sich die Chiesa del Gesù, eine beeindruckende Barockkirche mit wundervollen Fresken und zahlreichen Flachreliefs aus dem 16. Jahrhundert. Von außen wirkt diese Kirche wie viele andere in Palermos Altstadt. Doch es lohnt sich durchaus einzutreten. Auf den ersten Blick wird man fast durch die Unmengen an Marmor, Intarsien, Statuen und endlosen Arabesken förmlich erschlagen. Erst mit dem zweiten und dritten Blick ist man in der Lage, die Verschmelzung von Architektur, Malerei und plastischer Dekoration wahrzunehmen. Wer höher hinaus möchte, geht nur wenige Schritte bis zum Torre di San Niccolo di Bari. Von diesem mittelalterlichen Turm genießt man einen perfekten Blick über die Dächer der Altstadt. Die Aussichtsplattform ist von Dienstags bis Sonntags für Besucher geöffnet. Ebenfalls nur wenige Schritte vom Ballarò entfernt, gelangt man zum Palazzo dei Normanni. Der prächtige Palazzo wird auch Normannenpalast oder Palazzo Reale, königlicher Palast genannt. Ein Symbol für Kultur, politische Macht und vor allem Reichtum des normannischen Königreiches.
Was früher fast unmöglich galt, mit einer Eintrittskarte erwirbt man den Zugang bis in die Schlafgemächer des ehemaligen Vizekönigs. Besonders deutlich wird der Reichtum in der prächtigen Capella Palatina. Mit ihren kunstvollen, byzantischen Mosaiken, welche unter anderem die Schöpfungsgeschichte darstellen, gehört diese zum absoluten Pflichtprogramm der Altstadt Palermos. Tipp: In der Hauptsaison die Tickets online bestellen, früh aufstehen und zuerst die Kapelle und dann den Palast besichtigen. So spart man sich unnötige Wartezeiten und hat die Kapelle zumindest kurzzeitig für sich. Nicht nur für Pflanzenfreunde lohnt sich ebenfalls der Weg in den Palastgarten. Direkt vor dem Palazzo dei Normanni befindet sich das Teatro Marmoreo, ein barockes Denkmal. Dahinter die Piazza Vittoria, ein Park mit einem wunderschönen Palmengarten, auch Villa Bonanno genannt. Tipp: Beide sind perfekt zum Verweilen und bieten on top einen imposanten Rahmen für ein Foto des Palastes bzw. ein Foto der Kathedrale. Direkt neben dem Palazzo dei Normanni befindet sich die Porta Nuova und somit die Grenze der Altstadt. Dieses markante, 43 Meter hohe Bauwerk aus dem Jahre 1570 ist Tor und Triumphbogen zugleich. Es erinnert an den Sieg Karls V. in Tunesien und ebenso an die Affäre eines Vizekönigs mit der Baronin Euphrosina. Diese war vor 400 Jahren das Thema des Stadtklatsches in Palermo. Wer hierzu mehr wissen möchte, dem empfehlen wir den sizilianischen Krimiautor Leonardo Sciascia, welche die schöne Baronin einen Schmetterling des Todes nannte. Tipp: Das Tor präsentiert sich von der Außenseite am schönsten. Du entdeckst hier Mauern, die als Pfeiler in die Fassade eingearbeitet sind. Von der Porta Nuova führt der Corso Vittorio Emanuele entlang der Kathedrale, der Piazza Bologna, über den Quadrocanti bis zur Porta Felice und somit direkt zum Meer. Doch das wisst ihr ja bereits. Doch für uns geht's nun erstmal ins Altstadtviertel Il Capo. Viel zu oft wird das Capo-Viertel Palermos auf den gleichnamigen historischen Markt begrenzt. Doch es gibt viel mehr zu entdecken. Wie wäre es mit dem Mercato delle Pulci, auf Deutsch Markt der Flöhe? Diesen findest du hinter der Kathedrale nach knapp 250 Metern über die Via Matteo Bonello auf der linken Seite. Es gibt immer etwas zu schauen. Und wenn es nur die alten Bäume sind, welche aus den Wellblechbuden ragen. Hier im Capoviertel findet sich ebenfalls reichlich Street Art, vor allem von Tutto e Niente. Unser Highlight stammt jedoch von Ricky Lee Jordan, der in Los Angeles lebt. Dieser ist kein Unbekannter in der Street Art-Szene. Tatsächlich wurde er vom National Geographic als einer der 11 besten Straßenkünstler der Welt bezeichnet. Sein Werk wurde von der Bronzegruppe inspiriert, die Benedetto Civiglietti für das Massimo Theater gestaltet hat. Es lohnt sich also der direkte Vergleich, also auf zum Theater Massimo. Trotz seines Namens ist das Theater Massimo vor allem als Opernhaus bekannt. Die große Kuppel lässt ahnen, dass es sich um das drittgrößte Opernhaus in Europa handelt. Fans der Filmtrilogie Der Pate 3 erkennen sicher, dass hier die Schlussszene gedreht wurde. Ein Opernbesuch ist übrigens absolut lohnenswert. Schnell entsteht Pretty Woman Feeling. Vom Theater Massimo führt die Via Macrida über den Quadrocanti entlang der Piazza Bellini, danach vorbei an der Via del Ponticello bis zur Piazza Giulio Cesare. Links siehst du gleich den Bahnhof Central von Palermo. Im Anschluss kreuzen wir die Via Maqueda und schon sind wir im vierten und letzten Altstadtviertel La Loggia angelangt. Tipp: In der schmalen Gasse gegenüber dem Theater Massimo befindet sich eine große Auswahl an typisch sizilianischen Restaurants. Unser Favorit: die Antica Focacceria del Massimo. Lecker und preiswert. Essen wie bei einer sizilianischen Nonna. Fast nebenan befindet sich seit 85 Jahren das stadtbekannte Teatro di Puppi von Mimmo Cotticcio
sowie weitere Holzwerkstätten. Es heißt, wenn Mimo nicht in seinem Theater die Ritterpumpen tanzen lässt, schnitzt er in seiner Werkstatt. Wir haben ja bereits den Yachthafen erwähnt. Von diesem steigt das Altstadtviertel La Loggia leicht an. Somit ist auch die Namensnennung, die Loge, verständlich. Denn der Blick wie aus einer Loge auf Hafen und Sonnenaufgang dürfte schon immer seinen Reiz gehabt haben. Vor allem in dem Wissen, dass dort, wo sich heute der Yachthafen La Cala befindet, bereits vor über 3000 Jahren die Phönizier anlandeten. Den zweiten Namen, Castello a Mare, dieses Stadtteilviertels, bedeutet Kastell am Meer. Vom Kastell, welches einst den Hafen bewachte, sind nur ein paar Ruinen übrig. Dennoch ist dieser Name immer noch geläufig. Wer noch tiefer in die Geschichte Palermos und Siziliens eintauchen möchte, dem empfehlen wir das nahegelegene archäologische Museum an der Piazza Olivella, direkt neben der Chiesa di San Ignazio all'Olivella. Den Besucher erwarten archäologische Funde von der Vorgeschichte der Insel bis zur spätrömischen Zeit. Für uns geht es nun in die goldenen 20er des letzten Jahrhunderts. Der Palazzo delle Poste wurde von dem Architekten Angiolo Mazzoni entworfen. Die Architektur des Gebäudes spiegelt sicherlich den damaligen faschistischen Zeitgeist wider und wurde jedoch ebenso von den Strömungen des italienischen Rationalismus und Futurismus geprägt. Es lohnt sich, einen Blick hinter die Eingangstüren dieser besonderen Post zu werfen. Denjenigen, die lieber shoppen möchten, sei schräg gegenüber auf der Via Roma das Edelkaufhaus Rinascente empfohlen. Tipp: Danach genießt man auf der Dachterrasse einen Blick auf Palermo, die Piazza San Domenico mit der Colonna dell'Immacolata, der Säule der unbefleckten Empfängnis. Doch vor allem hat man hier den besten Blick auf die Chiesa di San Domenico. Auch hier ein kleiner Hinweis: Während das Rinascente als eines der wenigen Kaufhäuser auch in der Mittagszeit geöffnet ist, gilt dies nicht für die Kirche nebenan. Überhaupt gilt es in Palermo wie in den meisten Städten des Südens, die Siesta zu beachten. Denn viele Geschäfte und auch die meisten Kirchen schließen ihre Pforten in der Mittagszeit. Deshalb Sightseeing und Shopping morgens, entspannen mittags oder ab 16 Uhr. Nach hinten raus hat man wieder Zeit, denn für abendliche Restaurantbesuche gilt, vor 20 Uhr trifft man meist nur Touristen. Doch zurück zur Kirche Chiesa di San Domenico. Diese Kirche wurde im 13. Jahrhundert im gotischen Stil als erste Dominikanerkirche errichtet. Im 14. Jahrhundert folgte zuerst ein Renaissance-Umbau und dann die zweitürmige Barockfassade aus dem 17. Jahrhundert. Unter etlichen Persönlichkeiten, die in San Domenico begraben sind, befindet sich auch Giovanni Falcone. Als am Tag seiner Beerdigung die politische Elite Italiens auf der Via Roma vorfuhr, wurde sie von den Bürgern Palermos mit Schmähung empfangen und mit Kleingeld beworfen. Ein Symbol für deren angebliche Bestechlichkeit. Der Sizilianer vergisst nichts. Palermos Altstadt übersichtlich zu nennen, mag übertrieben sein. Dafür sind die Wege kurz. So fand der bekannte Staatsanwalt nur 950 Meter von seinem Geburtshaus in der Via Castro Filippe I entfernt seine letzte Ruhestätte. Der Grabstein trägt den Schriftzug Held des Kampfes gegen die Mafia. Für uns geht es nun von der Piazza San Domenico in die Gassen der Via Maggiornai. Die schmale Gasse hat eine hohe Dichte an Restaurants und Bars, darunter auch die Taverne Azzurra. Angeblich die älteste Kneipe Palermos. Auf jeden Fall ist es eine der meistbesuchtesten. Abends bilden sich davor häufig große Menschentrauben. Auch Signore Cambria, einer der letzten Arrotino, sprich Messerschleifer Palermos, ist hier beheimatet. 1927 richtete sein Vorfahr Salvatore Cambria in der Hausnummer 30 seine Werkstatt ein. Gaetano, der Sohn von Salvatore und heutiger Besitzer,
half seinem Vater von klein auf im Geschäft und übernahm es dann in den 80er Jahren. Am Ende der Gasse befindet sich die Piazza Caracciolo. Hier ist das Herz eines weiteren historischen Marktes von Palermo, der Fuceria. Er ist zugleich der älteste Markt im Stadtteil Castellammare. Wenn man vom Marktplatz in Richtung Meer schlendert, gelangt man zur Piazza Garofalo mit dem gleichnamigen Springbrunnen. Hier beginnt die Via Materassai, welche zur Piazza San Giacomo führt. Dort befindet sich gegenüber der Chiesa di San Maria la Nova, die ehemalige Apotheke der bereits erwähnten späteren Unternehmerdynastie der Florius, wo alles begann. Heute beherbergt selbige eine Kombination aus Cocktailbar und Restaurant, das Nova Fusperi. Der perfekte Ort, um den Abend ausklingen zu lassen und bei einem Cocktail darüber zu philosophieren, wie sich aus diesen schmalen Gassen eine der mächtigsten sizilianischen und italienischen Familien entwickeln konnte. Palermo verwandelt sich im Laufe des Tages und zeigt ganz unterschiedliche Facetten. Am Abend kommen die Nachtschwärmer hervor. Später in der Nacht wird es ruhig. Nur Mercato di Fuceria wird noch gefeiert. Jeder findet in dieser Stadt seinen Platz. Tranquillo. Morgens früh hingegen, gleich zu Sonnenaufgang, erlebt man Palermo besonders entspannt. Die Straßen sind noch ruhig und leer, das Pflaster glänzt. Die Händler trinken noch einen Kaffee und rauchen eine Zigarette. Die Straßenfeger fegen den Müll der Nacht hinfort. Tagsüber ist die Stadt quirlig, nur während der Sieste wird es etwas ruhiger. Die erwähnten kleinen Gassen der Altstadt Palermos sind oft unübersichtlich. Damit sich keiner verläuft, haben wir Sehenswertes, Nützliches und ein paar Tipps auf einer digitalen Karte zusammengetragen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kurz vor Schluss noch ein paar Hinweise zum Reisewetter bzw. zur An- und Abreise. Palermo ist sowohl die ideale Destination für einen Citytrip als auch als Start- oder Zielpunkt einer Sizilien-Rundreise geeignet. Aufgrund des mediterranen Wetters ist Palermo darüber hinaus fast immer eine Reise wert. Im Mai ist Thunfischsaison. Im August ist die Stadt besonders laut, quirlig und hitzig. Denn dann kommen vorrangig Besucher aus ganz Italien. Doch am schönsten ist die Stadt im Frühjahr und im Herbst. Und im Winter, wenn es kaum noch Touristen in der Stadt gibt, ist Palermo sicherlich am authentischsten. Mit durchschnittlich 340 Sonnenstunden pro Monat der perfekte Ort, dem trüben, grauen Wetter der Heimat zu entfliehen und deshalb auch bestens zum Überwintern geeignet. Am schnellsten und entspanntesten gelangst du vom Flughafen per Zug, dem sogenannten Genio Express, nach Palermo. Aufgrund nur eines Zwischenstopps benötigt dieser Zug nur knapp eine halbe Stunde für den Transfer ins Herz der Stadt. Doch mehr und mehr Besucher kommen mit der Bahn oder dem eigenen Auto. Der Fährhafen Palermos liegt direkt und zentral neben dem Yachthafen. Tipp: Camper sollten alternativ über die Strecke Genua, Termini Imerese nachdenken. Denn hier ist Camping on Board gestattet. Dieses reduziert nicht nur die Kosten, man schläft auch im eigenen Bett. Unser Spaziergang durch Palermo geht zu Ende. Mein Freund Michael hat Palermo eindeutig gepackt. Er kann sich nur schwer trennen von dieser ganz besonderen Stadt und dem besonderen Lebensgefühl. Er wird wiederkommen. Zum Glück für ihn ist Palermo nur 2 Flugstunden entfernt. Und zum Glück für uns dürfen wir bleiben. Vielleicht kommt ihr Palermo und uns ja mal besuchen. Wer noch die passende Unterkunft für seinen Citytrip sucht, vielleicht wäre ja unser B&B www.palazzovetrano.it direkt am Herzen der Altstadt das Richtige. Für Gäste und Freunde Palermos bieten wir einen privaten Spaziergang durch das nächtliche Palermo. Informationen hierzu und rund um Sizilien und Palermo findet ihr in unserem Blog www.planbwagen.de in der Rubrik Sizilien. Die Links findet ihr natürlich auch noch in der Videobeschreibung.
Und für alle, die noch etwas länger bleiben wollen, empfehlen wir einen Blick in unsere Sizilien-Playlist. Und jetzt sagen wir ciao, benvenuti e ci vediamo a Palermo.